habe jetzt Sven Liedig vor mir von der Montagsdemo-Bewegung Halle. Sven, was hat dich nach Berlin getrieben? Ja, erstmal die Einladung von Erik, der hat gefragt, ob ich heute wieder komme, weil wir das letzte Mal auch schon da waren und Erik auch schon die Montagsdemo in Halle unterstützt hat. Da konnte ich auch, wollte ich auch gar nicht Nein sagen, weil das letzte Mal, das war ganz gut. Das Publikum ist gut. Ich wünschte, es gäbe hier mehr Gegenproteste, weil das einfach den Spaß und den Reiz erhöht, aber gab es nicht. Nun finden ja zwei Demonstrationen statt. Was meinst du, warum haben beide Demos die Einigung hier nicht gefunden? Wir wollten doch eigentlich zwei. Ich würde das nicht. Das Film ist ja ein Thema. Es ist jetzt Staatenlos-Demo und das Thema wird dort auch bearbeitet. Und ich würde sagen, hier sind mehr Themen am Start. Also das heißt, ich finde es auch gar nicht schlimm, weil meinetwegen könnte es dort auch noch eine geben. Mir sind 20, 50 Mann Demos lieber als eine mit 200. Rein rechnerisch schon. Also lieber selbst in gleichen Städten kann man natürlich mehrere Punkte bearbeiten, das Publikum an mehreren viralen Punkten, wobei man hier überlegen sollte, diese Demo das nächste Mal wirklich am Brandenburger Tor zu machen. Dann hat man viel mehr Publikum. Zielgruppe sind nicht die Leute, die ja schon aufgewacht sind, sondern die Touristen. Und das ist deswegen auch diese Montagsdemo in Halle. Da sind wir auf dem Markt. Eine Demo, hier ist man fast so unter uns. Also es hört ja kaum einen anderen. Das heißt, da werde ich Erik deswegen auch nochmal ansprechen. Man sollte wirklich zum Brandenburger Tor gehen. Brandenburger Tor sind fast nur Touristen. Naja, die nehmen das mit nach Hause. Die nehmen es mit, die impft man. Viele Japaner. Ja, solche. Aber diese Zielgruppe haben wir auch in der Montagsdemo in Halle. Die Leute, die da hinten gehen. Das heißt, man muss dann wirklich die Leute mit jedem Satz kriegen. Das heißt, da kann man natürlich keine Themenvorträge halten. Man kann nicht über bestimmte Themen lange Ausarbeitung, das langweilt ja auch dann die eigenen Leute, sondern man muss da Populismus fahren mit jedem Satz. Jede Minute muss peitschen. Das heißt, jeder Tourist, der da nur eine Minute vorbeigeht, der muss irgendwas mitnehmen können. Und das, denke ich mal, die Chance am Brandenburger Tor auf jeden Fall besser. Auch bei Touristen. Wie häufig ja mit dem Spruch Heil Merkel ans Bein bissen, findest du nicht, dass das unter Meinungsfreiheit fällt? Fällt auch unter Meinungsfreiheit. Die wollten ja auch nicht wirklich, dass es nie irgendwie von der Staatsanwaltschaft passiert. Das ist immer nur während einer Demonstration oder nach Beginn der Demonstration von der örtlichen Versammlungsbehörde oder Polizei dann als Nachauflage untersagt worden. Und dieses Recht haben die. Und wenn du dann keinen Anwalt dabei hast, der da sofort Einspruch macht, dann bleibt ja nur noch die Fortsetzung Feststellungsklage. Wo du auch recht kriegen würdest, die kostet auch wiederum auf Geld. Dann Geld immer. Und ist aber nicht schlimm bei dem Heil Merkel, das funktioniert mit Geil Merkel oder Heil Merkel. Funktioniert das genauso, die Optik ist dieselbe, wenn du das Haar abklebst. Das ist überhaupt kein Problem. Es nimmt nichts von der Wirkung. Bist du jetzt eigentlich bei Facebook gesperrt oder ist das da gelaufen? Ich habe gar keinen eigenen Account mehr. Also wenn ich mich mit Sven Liebig anmelden würde, also dann kommt. Selbst bei Fotoüberprüfung wurde ich immer abgelehnt. Nein, das ist, also passiert nicht mehr. Sorry. Warte. Wie erreichst du eigentlich deine Reichweite? Nur noch über YouTube oder? Nee, es gibt ja Facebook-Seiten. Das heißt, ich schicke es an einen Kumpel, der wiederum verwaltet die Facebook-Seiten und veröffentlicht dann das, was ich auf Telegram habe. Telegram sind mittlerweile 4.000, ist natürlich nicht viel, aber es wächst halt permanent. Ich fordere die Leute auch zusätzlich auf, nach Telegram zu kommen. Aber um denen dort zu sagen, ihr hört nicht auf mit dem Kampf bei Facebook, weil auf Facebook geht es um die Zielgruppe, die wir brauchen. Das heißt, die Nichtwähler oder die Wähler der Altparteien. Da müssen wir natürlich weiter agitieren. Auf Telegram oder auf VK sind wir ja nur unter uns. Und das heißt, dort ist es, da können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und bestätigen gegenseitig. Aber es bringt natürlich keine Punkte. Wir müssen dorthin, wo die Schlafraben sind. Du bist ja eigentlich eine linke, große Socke, kann man ja fast sagen. Du bist ja eine Linkspartei. Warum wenden die sich einfach von dir ab? Naja, die ärgern sich natürlich wegen meiner Vergangenheit in der Rechtsszene auch darüber, dass ich überhaupt mit guten Worten bin. Aber die hätten mich einfach nur nicht aufnehmen brauchen. Ich habe meinen Antrag einfach bei meinem Wohnsitzkreisverband gestellt und dort war ich nicht so bekannt. Die haben sich einfach gefreut, oh, ein neues Mitglied. Mit den Ausweis sogar zu Hause vorbeigebracht. Und kamen im Nachhinein, als die von Halle dann die Meldung kam, ey, was habt ihr denen, das ist lieb, ich bin immer. Und dann hat die einfach behauptet, ich wäre nicht Mitglied. Geht natürlich nicht. Das ging ja nur über ein ordentliches Parteiausschlussverfahren. Nur das jetzt nach den Jahren anzustrengen. Dann geben sie in dem Moment zu, all die Jahre selbst Landtagsabgeordnete in Sachsen und Sachsen-Anhalt gelogen zu haben, wissentlich gelogen zu haben über meine Mitgliedschaft. Weiß nicht, ob sie das machen, wenn, dann ist es auch wieder bloß Werbung. Mit der roten Socke war im Übrigen nur ein kleiner Scherz, weil er neigt ja auch ganz gerne zu scherzen. Also du hast ja schon von der SPD da angebrüllt. Ja, ja. Wollen die wegbrechen oder was wollen die? Nee, den Kiefer einschlagen zur Trümmer. Ja, Kiefer zur Trümmer. Das waren die Leibgardisten. Ich glaube, die Leibstandarte von dem Schulz.
hatte dann BKA-Live-Standorte dabei und die haben gesagt, hier noch ein Wort und ich breche dir den Kiefer und so. Bist du aus der Nummer wieder rausgekommen, wegen der Öffentlichkeit, die du hast? Ja, na, da ist ja jemand mit hier. Wahrscheinlich wären die vielleicht wirklich mit mir in den Keller gegangen, weiß ich nicht. Vielleicht aber auch nicht. Da ist ja keine, da ist ja auch nichts. Ich habe nichts Verbotenes gemacht. Ich habe ja Herrn Schulz laut, aber nur gefragt, die SPD, das sind Arbeiterverräter, was an? Er hatte gesagt, hier, das, was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold. Und ich habe ihn nur gefragt, was an Mordvergewaltigung, Terror ist wertvoller als Gold? Und dann wurde ich ja schon in den Schwitzkasten genommen. Aber das hat man eben alles dokumentiert und das fand ich halt ganz gut. Die wollten eigentlich eine hermetisch abgesicherte Veranstaltung und das hat nicht geklappt. Und das hat die BKA-Beamten ganz wütend gemacht, weil die Hauptverantwortlichen von mir wahrscheinlich vorher im Vorfeld noch gewarnt worden sind, wenn Protest kommt, kommt er von Liebig. Und dann war ich auf einmal mitten unter den 3 Meter an Schulz ran. Da waren die richtig sauer und dann war das wahrscheinlich einfach nur persönlich motiviert. Ey, noch ein Wort und ich möchte den Kiefer. Ich war einfach sauer, dass er in seinem Job versagt. Sehen deine Nicht-Demo-Termine aus? Ja, wir haben jetzt die Montags-Demo im Juni und Juli zweiwöchentlich am 3.6. und am 17.6. 17.06.53. Ihr wisst, Arbeiteraufstand in der DDR ist ein wichtiges Datum, das ist ein Montags. Und dann haben wir auch nochmal ein... Ja, ja, also am 3. Juni sind wir, also es kommt ein Montag und in 2 Wochen sind wir auf dem Markt und im August und September wegen der Bürgermeisterwahlen in Halle sind wir wieder wöchentlich und weil wir ja doch trotzdem noch in andere Bundesländer strahlen, wo die Landtagswahlen sind, Brandenburg, Thüringen und Sachsen, da strahlen wir ja über die Videos, die Mitschnitte und so weiter auch. Das heißt, da machen wir die Montagsdemo wöchentlich im August und September. Und der Sellner, der kommt nach Halle. Wir haben ja in Halle dieses IB-Haus und der ist am 20. Juli auch ein wichtiges Datum, gerade wegen Stauffenberg. Weiß ich noch nicht, was ich mir für ein Plakat mache oder sowas. Auf jeden Fall ein witziges, was Stauffenberg bezogen ist. Wo bleibt Stauffenberg, weißt du, wenn man ihn braucht? Also, sowas könnte man ja machen, ohne jetzt ein direktes Ziel für den Tyrannenmord zu finden. Und jetzt kommt noch die obligatorische Frage, die stelle ich jedem Interviewpartner. Was würdest du tun, wenn du König von Deutschland bist? Weiß ich nicht, das will ich ja gar nicht wehren, weil ich jemanden Kompetenten suchen, weil ich mich da gar nicht kompetent genug halte. Jemanden Kompetenten suchen und zu finden, der diesen Job übernehmen kann. Ich möchte lieber das Frontschwein bleiben, was ich bin. Also ich bin auch nicht der Redner, der ich, das ist kein Talent, das ist einfach gelernt. Das habe ich immer einfach gemacht, weil jemand nach vorne gehen muss. Das Frontschwein bleiben, was ich bin, weil ich mich auch immer mit Demonstranten auf Augenhöhe sehe. Mich nicht, die gibt's aber auch bei uns. Da brauchst du ja nicht mal nach Dresden unbedingt fahren. Die findest du bei vielen Demonstrationen. Diese Leute, die im Prinzip die Nasen oben haben und so weiter. So möchte ich einfach nicht sein. Also ich bin, selbst wenn ich es witzig finde, wenn mal Leute kommen, ey Sven, unterschreib mir mal die Geldweste, dann mache ich das. Das halte ich aber für Spinnerei ein bisschen. Also ich meine, ich will kein Star sein oder so. Also ich will einfach wie du und ich oder wie jeder andere auch sein. Ist die Idee der Geldweste eigentlich ganz gut, um sich endlich mal zu vereinigen, weil jeder, der eine gelbe Weste anzieht, das teilt dann, ja auch dasselbe Ziel. Nee, die Geldwesten, das teilt nicht mal dasselbe Ziel. Und das ist ja auch egal, ob es ein rosa Schlüpfer oder eine gelbe Weste ist. Aber ich finde es gut, weil es zum Beispiel in Frankreich ja gezeigt hat, dass auch über politische Gräben hinweg sich vereinigt werden kann. Man wünschte, dass es auch in Deutschland der Fall wäre, aber da wurde die Gelbwestenbewegung in Deutschland sofort von der Vereinigten Lügenpresse und das hängt natürlich mit den linksgrünen Vereinsmafia, die ja da federführend sind und auch natürlich die Souffleure sind für diese Redakteure in der Lügenpresse. Die haben ja sofort gesagt, Gelbwesten Deutschland, das ist was Rechtes und so weiter. Das heißt, man wird hier nicht darauf hoffen können, hier Massen auf die Straße in gelben Westen zu bekommen. Leider, so ist es. Und deswegen sage ich, ich finde das immer ganz gut, weil wir ja hier Videomitschnitte für das Netz machen, also für die sozialen Netzwerke. Das heißt, man muss diese Dokumentation, diese Demos haben. Aber ich würde die Kraft von der Straße, da würde ich gar nicht so viel Hoffnung auf die Straße jetzt setzen. Im Moment haben wir, und das hat ja die Lügenpresse auch bewiesen, indem sie das kritisiert haben, dass zum Beispiel die AfD ein so eine hohe Meinungskraft hat, Meinungsmacht hat im Netz, also in den sozialen Netzwerken, wie alle anderen Parteien zusammen. Das heißt, diese Hoffnung, die müssen wir natürlich haben. Wir müssen natürlich hier auf der Straße die Leute immer wieder geht nach Hause, kämpft mit, ihr braucht euch nicht da vorne ans Mikro zu stellen. Aber jeder ist wichtig, der Beiträge teilt.
und eben in diese Filterblasen, die haben natürlich auch Filterblasen, wie wir auch Filterblasen haben. Jeder hat Netzwerke. In die Filterblasen der Linken, auch wenn deine Freunde das nicht liken oder sowas, die normalen. Dass man das Netzwerk verbindet, dass die Netzwerke untereinander alle zeitgleich auch diese Informationen haben, das ist momentan sehr schwierig. Weil viele das muss alles nicht zeitgleich. 60.000 Follower bei Facebook verloren, das tut mir auch weh, weil das sind Menschen, die ich nicht mehr erreichen kann. Und viele haben erst spät begriffen, der ist ja schon wieder ganz woanders. Ich hatte vor, das kommt auch bei Facebook überhaupt nicht auf diese Anzahl der Follower an. Ich hatte mit einer Seite von 4.800 Fans, hatte ich in Spitzenzeiten vor der Wahl, bis zwei Wochen vor der Wahl, dann kam der Shadow-Ban, hatte ich 750.000 erreicht. Julia Jules, deren Seite sie platt gemacht hatte, die hatte zu Hochzeiten, zumindest als er mir einen Screenshot geschickt hatte, 4,8 Millionen Reichweite mit einer 12.000 oder 20.000 mit einer 20.000 Fanseite. Also das heißt, es kommt nicht auf die Anzahl der Fans an, es kommt auf diese Emotionalität der Artikel an. Wie sehr werden die geteilt? Und das, die Gefahr sieht natürlich Facebook und deswegen kassierst du dann einfach ein Shadowban. Das ist wie Klaus Störtebeker, den sie den Knüppel, den Richtblock vor die Füße geworfen haben, als er an der Hälfte seiner Mitstreiter da vorbei ist, ohne Kopf. Weil sie nicht alle entlassen wollten. Er hatte sich ja bedungen oder als letzten Wunsch, lass alle frei, an denen ich es schaffe, ohne Kopf vorbeizulaufen. Sie sagt die Sage. Ich weiß nicht, stimmt, aber so, ja, diese Funktion hat der Shadowban. Nun wendest du dich ja vor allem an die Politiker mit deinen Aktionen. Sorry, Freunde. Wendest du nicht, dass das nur die Handpuppen der... Und jetzt haben wir jetzt die Pause beendet, 20 Minuten knapp. Abschlagen würde sie... Wir haben schönen Freunde... Wäre ich heute nicht hier gewesen, wäre ich auch beim Bilderberger Treffen in der Schweiz heute gewesen, dann wäre ich da hingefahren. Aber man kann dort auch nur Zeichen setzen, man kann dort was sagen, man kommt ja nicht ran, das ist alles abgeschirmt. Du kommst dann einfach nicht ran, an die Leute kommst du ran, wie das Video mit Schulz halt auch bewiesen hat. Man kann denen immer nur zeigen, ihr seid nicht unangreifbar und das meine ich nicht mit Gewalt, sondern man kann euch, auch wenn ihr in Panzerlimousinen rumfahrt, irgendwann müsst ihr euch ja mal auf die Straße bauen und dann kann Protest dort halt Kontakt herstellen. Sven Liebig, Mut auf Demo Halle. Also 3. Juni, 17. Juni und 20. Juli die B mit Sender in Halle. Und aus Stuttgart. Ja, genau. Ja, okay, dafür mein